Dieser Mann brach in das Schlafzimmer der Queen ein, nicht nur einmal, sondern zweimal. 1982 kletterte Michael Fagan über den Zaun des Buckingham Palace und ringte sich an der Seite des Gebäudes zum Dach hoch. An dieser Stelle hat er seine Socken und Schuhe ausgezogen und kletterte schließlich in ein offenes Fenster rein. Er hat sogar zweimal die Alarmanlage ausgelöst, aber die Polizei dachte, es sei ein Fehlalarm und stellte die Alarmanlage einfach aus. Michael verirrte sich dann in das Schlafzimmer der Queen. Während sie schlief, hat er einfach die Vorhänge von ihrem Bett auseinandergezogen. Die Queen wachte daraufhin auf und wollte direkt die Security rufen. Doch irgendwie kam einfach keine Security. Sie ging dann aus ihrem Zimmer und sagte Michael, dass sie in einer Minute wieder da sei. Anstatt der Queen kam aber dann eine Security und verhaftete den Mann schließlich. Das war aber schon das zweite Mal, dass er in das Schlafzimmer eingebrochen ist. Was nämlich beim ersten Mal passiert ist, das erfährst du auf dem Account Gruselkiste, den verlinke ich euch hier unten.